Sprint, Sprung, Spannung. Der Startschuss für die Hallensaison ist gefallen. Beim Run-and-Jump-Meeting des SC Charlottenburgs kommen die Sportler beim Vierkampf in der Rudolf-Habig-Halle voll auf ihre Kosten. Es ist einfach eine gute Gelegenheit, mal wieder reinzukommen in das ganze Wettkampfgefühl. Doch nicht wie gewöhnlich treten die Athleten und Athletinnen beim Vierkampf in den klassischen Disziplinen wie 100 Meter, Hochsprung und Weitsprung an, sondern in 30 Meter Sprint mit fliegendem Start, Dreierhopp aus dem Stand und 10er Sprunglauf. Besonders beim 10er Sprunglauf sind alle Augen auf die Olympiateilnehmerin Alisa Schmidt gerichtet. Gleich im ersten Durchgang setzt sie mit 31,20 Meter die Bestmarke bei den Sprintdamen. Das ist so der erste Trainingswettkampf jetzt und deswegen ist immer ganz cool zu sehen, wie man gerade so im Training steht. Über 30 Meter fliegend habe ich schon eine Bestleistung aufstellen können, von dem her bin ich da wirklich zufrieden. Und jetzt gleich kommen noch die 300 Meter, da bin ich mal gespannt, wie es da läuft. Auch im letzten Wettkampf ist die DM-Siebte über 400 Meter unschlagbar und lässt ihre Kontrahentinnen hinter sich. Ihr Vereinskollege James Adebola tut es ihr gleich und kommt als schnellster Mann ins Ziel. Einen weiteren Sieg holt der amtierende deutsche Meister im 30-Meter-Lauf und zeigt hier wieder einmal keine Schwächen. Leistungstest check. Der junge Berliner ist für das neue Jahr also startklar und heiß auf mehr Top-Platzierungen. Weil hier sich alle nochmal zusammen treffen, ist eine gute Atmosphäre. Die Leute können liefern, Performance. Bestens läuft es auch für die sprungstarke Sarah Michelle Kuttler. Denn beim 30-Meter-Sprint überzeugt sie überraschend mit grandiosen Leistungen. Und das sogar, obwohl diese Sprintdisziplin nicht auf dem täglichen Trainingsplan der erst 19-Jährigen steht. Apropos, Stichwort Saisonziele. Für die Hallensaison möchte ich bei den deutschen Erwachsenen mitmachen und erstmal unter die ersten 8 kommen. Ob die Athleten und Athletinnen diese herausragenden Formen im neuen Jahr abrufen können, wird sich vor allem bei der Deutschen Hallenmeisterschaft im Februar herausstellen. Aber eines ist sicher, die Leistungsträger um Alisa Schmidt, James Adebola und Co. werden wieder um die Top-Platzierung mitsprinten und springen.